Moin von der Osterschelde. Einige von euch wissen es bestimmt. Hier an der Osterschelde gibt es Wolfsbarsche. Und wen kann man besser zum Thema Wolfsbarsche fragen als diesen guten Mann? Rob Steiges. Zu dem gehen wir jetzt gerade erstmal hin. Der ist schon fleißig am Fischen. Da sind wir. Moin. Moin. Ja, Rob, du bekommst immer Anfragen, was muss ich denn zum Wolfsbarschangeln mitnehmen? Ja. Was brauche ich? Welche Routen brauche ich? Und genau. Vor allem jetzt im Sommer. Ne? Genau, jetzt zur. Fast täglich kommen immer zwei, drei Anfragen rein. Zur Top-Saison. Ja. Und damit ihr Rob nicht 8 Millionen E-Mails schickt, machen wir für euch dieses Video und geben euch quasi Einsteiger-Tipps, damit ihr auch für eure Wolfsbarsch-Tour gerüstet seid. Genau, 1 Million reichen. Viel Spaß! So, Spinnfischen auf Wolfsbarsch, was für ein Gerät brauchen wir? Spinnrute 2,70 Meter Länge mit einem Wurfgewicht von 45 Gramm. Ist eigentlich völlig ausreichend vom Ufer. Eine gute, ich sag mal, salzwasserbeständige Spinnrolle der Größe 4000. Bespult mit einer geflochtenen Schnur, damit wir eine bessere Köderkontrolle haben. Vor der geflochtenen schalte ich noch ein Meter oder 80 cm langes Stück Fluorcarbon zum Schutz halt der geflochtenen Schnur vor Steine oder vor Muscheln, wie wir jetzt an der Osterschelde haben. Ich packe da noch vor einen normalen Snap, um die Köder schneller zu wechseln, um halt immer dich den Gegebenheiten anpassen oder was die Wurstbarsche gerade wollen. Das reicht allerdings so für Säcke vollkommen aus. So, zu den Kunstködern sage ich euch gleich noch was. Was noch wichtig ist bei der Route, also wir sollten nicht so einen knüppelharten Zanderstock nehmen, so eine straffe Aktion oder auch nicht so einen Lämmerschwanz hier wie beim Crankbait-Angeln, also so ein gutes Mittelmaß, also eine Spitzenaktion, die noch fast bis über ein Drittel der Route geht, ist optimal dafür. Noch was zum Knoten, also zum Verbindungsknoten vom Fluorcarbon und der geflochtenen. Ich verwende einfach den verbesserten Allbright-Knoten, weil der hat mir eigentlich noch den Stich gelassen. Das ist noch nie aufgegangen, der ist noch nie gerissen. Eigentlich schicker Knoten. Und einfach zu binden noch bei Wind und Wetter. So, zu den Kunstködern. Also wir können auch alles wie im Süßwasser auch, ganz normal mit Wobbler, Gummifische, mit denen können wir die Wurfsbarsche beangeln und auffangen. Ja, also mit dem Schaufelschwanz ganz normal. Ja, so einen nehmen wir auch auf Barsch oder auf Zander nehmen, Gummifische. Oder hier so Sandal-Imitationen sind auch mal super. Nee. Mit der Tauchschaufel. Genau, da achtest du aber darauf, dass das dann eher flachlaufende oder tieflaufende sind oder je nachdem. Kommt drauf an, wo ich fisch. Okay. Ob das flachlaufende ist oder tieflaufende ist. Was er sollte einigermaßen stabil in der Strömung liegen. Ja, und er sollte nicht bei ziemlich ein bisschen mehr Druckaufbau oder ein bisschen mehr Strömung haben, dass er sich auf die Seite dreht. Das sollte er natürlich nicht tun. Also stabil laufen, auch bei einer hohen Einholgeschwindigkeit. Okay. Hohen Gegendruck. Ja. Die Gegenströmung ziehen. Führung beim ganz normalen Wobbler entweder normal anleiern oder wenn die Strömung wegfällt etwas schneller anleiern und twitchen dabei, funktioniert alles prima. Also nicht wirklich was Außergewöhnliches, was wir nicht auch schon vom Barsch, Zander oder vom Rapfen angeln kennen. So, nicht zusammenhängen hier. Was natürlich auch immer gut ist, so extrem flachlaufende Wobbler, also mit einer kurzen Tauchlippe, oder gibt andere, die haben die Tauchlippe davor, also die so noch nicht mal einen halben Meter laufen, weil Fischen auch hier an der Osterschelde oder was weiß ich in Frankreich oder in Irland halt in ziemlich flachen Bereichen über Aussandbänke, über irgendwelche Felsenriffe, die gerade mal so einen halben Meter, Meter unter Wasser liegen, also auch so Flachläufer mit so einer kurzen Tauchschaufel sind perfekt zum Wurfbarschangeln. Auch normale Oberflächenköder wie so Stickbaits, Walks the Dog geführt. Nicht zu schnell, weil manche denken immer, wir müssen da reinhauen wie beim Rapfenangeln. Nein, also wenn wir bei Strömung fischen, gemäßigt einholen. Wenn die Strömung ein bisschen wegfällt, ruhig ein bisschen schneller einholen. Aber so, dass er über das Wasser jagen muss, nee, muss nicht sein. Am besten noch einen Gang runterschalten. Also nicht immer stupide einholen, dass er die ganze Zeit Walks the Dog macht. Auch mal auswerfen, dass er auf Wasser aufschlägt.
ruhen lassen für 2 Sekunden, 3-4 Mal antippen, wieder 3-4 Sekunden einfach stehen lassen und dann weiter. Das funktioniert auch sehr super. Also variantenreich führen, das ist so ein gutes Mittel. So, zur Köderfarbe, wie ihr seht, auch wieder alles mögliche an Farbvarianten dabei. Ich fange immer meist an bei klarem Wasser mit natürlichen Farben, ja, wie so hier Hering oder Sandalfarbe, ist immer gut. Wenn dann nichts läuft, schwenkt man meist um halt zu sehr auffälligen Farben, weil kann sein, wenn wir ein bisschen tieferes Wasser haben, so an die 2 Meter oder sowas, dass Oberflächenwasser glasklar ist, aber dann kurz über Grund dann doch etwas drüber wird das Wasser. Kommt darauf an, welchen Grund wir haben, ob wir jetzt Austern haben, da ist meistens das Wasser über den Austern ein bisschen was drüber oder Sandgrund. Deswegen auch immer mal ein paar auffällige Farben. Pink ist total top, ich liebe Pink aus Mausfallschwab, ich weiß nicht warum, aber ich habe bis jetzt da die meisten Fische mitgefangen außerhalb der natürlichen Farbgebung. Pink ist immer gut. Zu Topwater ist uns aufgefallen, dass manchmal nicht die natürlichen Farben, wie hier so der Heringfarben, gut fangen, sondern eher so richtig auffallende Farben. Also jetzt wie dieses Chartreuse oder Pink. Entweder das was mit der UV-Aktivität der Farben zu tun oder sie werden halt besser gesehen. Ja, attackiert werden eigentlich alle Farben, aber die meisten bleiben eher so auf hellen Farben hängen. Ja, sollte man auch mal ausprobieren. Also erstmal mit natürlichen Farben anfangen, wenn es ziemlich viel Bisse hagelt, einfach mal so einen Knalligen draufhängen. Auch wenn das Wasser total klar ist, das macht nichts. Jawohl, der erste Fisch ist am Band. Zwar nicht der größte, aber er wollte diese pinke Sandaal-Imitation. Richtig cool. Kurz von Füßen eingeschlagen. Und den kleinen zeige ich euch jetzt einmal kurz. Hier ist er. Wirklich jetzt nicht der größte, aber der erste Fisch des Tages. Ja, mobil bleiben heißt die Devise, ne? Genau, das ist das Wichtigste mit beim Wurfsbarschangeln. Wurfsbarsche Schwarmfisch, die ziehen auch umher, wenn mal ein Spot mal abgefischt ist, man irgendwann nach 10 Minuten keinen Biss mehr gekriegt hat, einfach mal den Spot wechseln, weiter probieren. Das ist halt wirklich eine der goldenen Regeln zum Wurfsbarschangeln, mobil bleiben und Spots wechseln und suchen. Ja, neue Stelle, direkt am Deltawerk. Jetzt rappelt es auch auf Gummi, zwar immer noch kein großer, aber den Black Minnow wollte er haben. In Sachen Tackle hast du jetzt auf jeden Fall schon mal relativ viel verraten. Ja, so die Grundausstattung. Die Grundausstattung. Gibt natürlich noch mehr, was weiß ich, irgendwie so die Softsticks oder sowas, aber auf die jetzt hier einzugehen, genau, wäre zu speziell. Für den Anfang reichen die ganz normalen Gummifische. Für den Anfang, Bobber, die wissen, Anfänger wissen jetzt, was sie für eine Route brauchen, für eine Rolle. Genau. Schnur, ja. Vorfach und eine Grundausstattung an Ködern, mit denen sie auf jeden Fall die ersten Erfolge am Wasser erzielen können. Aber nur das Tackle fängt kein Fisch. Da gibt es auf jeden Fall noch mehrere Dinge, die man beachten sollte. Gerade ja. Hier an einem Tide-abhängigen Gewässer wie die Osterschelde. Also überall eigentlich. Ja. Ja, überall, wo Tide ist, ein richtiges Meer hat Tide. Außer halt unser Ostsee. Genau. Da ist zwar noch im Norden Dänemark noch war Tide zu spüren, aber weiterhin ist nichts mehr. Also richtig. Tidenabhängig ist eine tidenabhängige Angelei. Also ich sag mal so 80% der Spots, die ich befischt habe in ganz Europa, war bei abgehendem Wasser. Okay. Bis kurz vor Tiefstand oder sogar noch eine Stunde oder 2 Stunden drüber. Und 20% laufen auch gut bei auflaufendem Wasser. Okay. Ja, oder es gibt auch ein paar Spots, die gehen nur bei auflaufendem Wasser, also, weil sie trocken liegen. Ja, also sagst du dann, du gehst eher los, wenn Wasserhöchststand ist und fischst dann das komplett ablaufende Wasser mit? Ja, ich sag mal so eine Stunde, anderthalb Stunden nach Höchststand. Ja, okay. Also Strömung muss schon da sein und... Ja, ja. Na, okay, das ist ja schon mal auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis. Was auch, Hinweis. Fällt mir gerade auf, was wichtig ist halt, wenn, wir haben auch hier unterschiedliche Gezeiten. Einmal Nipptide, ja, mit einer geringen Strömung. Dann haben wir Springtide, da ist ordentlich Wumms hinter. Da ist dann meist, wenn man halt über etwas tieferem Wasser angelt, so 4, 5, 6, 7 Meter, da liegen die Fische meist auf Grund. Also du kannst auch bei 4 Meter, wo du vorher mit Wobbler gefangen hast, dann am besten mit Gummifisch angeln. Was halt wichtig ist beim Gummifisch angeln, da muss man wirklich auf das Gewicht von dem Köpfchen achten. Ja. Ja, also der muss gerade den Grund erreichen.
und beim Anziehen schon wieder schweben. So, also du musst den versuchen, relativ lange schwerelose Farben. Eine Schwebephase halten, so zwischen 1 Meter und 1 Also da Meter. Gilt wahrscheinlich dann wie immer so schwer wie nötig und so leicht wie möglich. Genau, hört sich immer dösig an, aber ist halt so. Ist so. Da ist ein festgeschriebenes Gesetz. Ich war mit Bekannten mal in einer Hafeneinfahrt gewesen, da war die Strömung schon fast weg. Aber er hat gesagt, das ist immer so, die Fische stehen alle auf dem Grund, da haben wir in 7 Meter Wassertiefe gefischt. Und als er da so ein 5-Gramm-Köpfchen draufgezogen hat, habe ich erstmal Bauklötze getragen. Ich denke, was machst du mit der Satz? Ich muss den so lange wie möglich in Schwebephase halten. Dann so leicht wie möglich. Ne? Ja, und er hat gefangen. Und er hat gefangen, hat recht gehabt. Ich habe mir meinen 10 Gramm, habe ich mir mehr Hänger geangelt als alles andere. Mit seinen 5 Gramm hat er gefangen. Ja, macht er den Unterschied. Ja. Ein weiterer wichtiger Punkt, den wir jetzt hier bei unserer Tour selbst erleben, das wechselnde Wetter. Wir haben, glaube ich, schon alle. Ja, wir waren ja alles durch, außer Schnee. Ne? Ja, okay. Schnee. Selbst Gewitter und das haben wir alles. Gewitter? Gewitter, genau. Ja. Genau. Nee, und dementsprechend trübt sich dann ja auch mal das Wasser ein, ist klar, Wolken sind da und so weiter und so fort. Wasser trübt hier an der Nordsee ziemlich ein, wenn die Strömung wegfällt. Okay, genau. Ja, dann kommt richtig trübes Wasser. Oder halt wie hier. Was haben wir hier? Eine Westerschelde, die ist oft trübe, das hat mit dem Sandgehalt da zu tun. New Waterweg im Europort, der ist ziemlich trübe, das hat auch was mit dem Sand zu tun, mit dem Flusssand. Da werden die Sedimente halt einfach durch den Fluss. Ja, aber die Sandsedimente. Du darfst sie nicht verwechseln hier mit den Sedimenten, die wir oben am Wattenmeer haben, weil da ist mehr Schlamm und die sind mehr so schleimig klebrig. Da, okay. Das mögen Wurstbarsche gar nicht. Und so im Wattenmeer selber fängst du die nicht, die musst schon draus auf die Inseln, auf die Nordseeseite. Auch bei uns an der deutschen Küste, auch in ostfriesischen Inseln. Genau, ostfriesischen Inseln hier, den friesischen Inseln in Holland. Ja. Ja. Das ist so. Ja, also irgendwie werden die nicht größer, ne? Nee. Also. Aber endlich mal wieder Fisch. Ja. Aber die Kleinen machen auch Spaß hier auf. Oberflächenköder. Zeigt schon raus und der da wieder. Ab zu Mama. Ja. Wir bringen den Opa mal vorbei. Ganz wichtiges Thema ist auch die Wassertemperatur. Also genau, wann fangen wir an Wurfsbarsch oder wann kommen die an der Küste, werden aktiv? Genau, das ist, interessiert natürlich brennend. Ja. Also Faustformel ist eigentlich überall, selbst am Mittelmeer. Ich sag mal so, mit 12 Grad werden die aktiv, also fangen die aktiv an Futter zu suchen, nach Fische zu jagen. Was haben wir noch? Eine gute Wassertemperatur auf 15 bis 16 Grad. Dann fängt nämlich hier die Oberflächenangelei an. Ja, dann werden die noch aktiver und jagen dann auch die Köder an der Oberfläche oder die Fische, die halt oben an der Oberwasserschichten schwimmen. Dann, wenn es noch wärmer wird. Was wir noch haben, genau, wenn es noch wärmer wird, das hat tatsächlich ich komme jetzt nicht auf den Namen, amerikanischer Meeresbiologe herausgefunden bei den Stripern. Gilt allerdings auch tatsächlich für den Wurfsbarschen oder was weiß ich, in Japan für die Suzuki. Das ist so die Obergrenze. Muss man sagen, das sind auch das sind Wurfsbarsch-Arsch. Genau wie der Striper auch. Ja. Genau. Ist halt nur so groß. Ja. Der Suzuki wird auch immer so bis 90 cm. Genau, aber dann, wenn es zu warm wird. Wenn es zu warm wird, so, das fängt so jetzt, haben wir jetzt 23,5 Grad, haben wir leider gerade jetzt, deswegen sind die größeren etwas inaktiver. Und so, sag mal, zwischen 23 und 25 Grad. Dann fangen die nur noch an zu sammeln, die Krebse anzusammeln wieder und dann bewegen sich wenig oder bewegen sich nur, wenn es sich lohnt. Ja, das kennen wir ja auch, wenn es richtig der Lorenz brennt, dann verkriechen wir uns auch irgendwo im Schatten. Was dann höher wird, noch die Wassertemperatur, weil man dann meist auch am Mittelmeer hat. Also wenn es dann über 25 Grad wird, dann kannst du es vergessen mit der Wurfsbarschangelei. Da ziehen die nämlich in tiefere Wasserschichten, wo es halt kühler ist. Ja. Würde es dann theoretisch was bringen, wenn man gegebenenfalls tiefere Spots befischt oder so, dass man die da dann noch wegpoolt? Oder, ja, aber man muss schon tiefe Spots haben, ist 20 Meter vom Ufer. Ja, vom Ufer, aber das ist dann eher was für die Bootsangler. Bootsangler, genau. Okay. Weil die fangen dann noch, wann wir hier als Schneider nach Hause gehen oder halt nur wie jetzt die ganze Zeit, wo so kleine Fische fangen. Ja. Ja. Genau.
Kescher. Oh. Muss mal hier. Der nächste, der bisher beste Fisch. Zwar immer noch kein Riese, aber richtig schönes Teil. Ich bin happy. Auf Topwater, da zählt die Größe auch nicht so wirklich. Ist einfach echt sagenhaft. Richtig spaßig. Wunderschöne Fische. Der soll mal seine Mutti schicken. Deswegen darf er noch mal gehen. Zuck. Yeah! Das waren allerhand Infos, die Rob uns da präsentiert hat. Besten Dank auf jeden Fall dafür. Tja, für den Anfang erstmal. Genau, so wird es. Ich sagen, reicht. Ja, auf jeden Fall. Es gibt noch so viel mehr, aber genau, das wird jetzt erstmal. Wer angefixt ist, ja. Ne, du hast auch ein E-Book, glaube ich, jetzt. Jetzt habe ich zweite E-Book draußen. Normales Buch. Eine Webseite mit allen Informationen. Genau, wir verlinken die einfach unten in der Beschreibung. Und hoffen, dass euch der Clip gefallen hat und würden sagen, wir sind raus, angeln auf jeden Fall noch weiter. Ja, vielleicht brauchen wir noch ein paar größere dabei. Genau. Die wir dann auch noch mitfilmen vielleicht. Ja, aber es wird schon wieder so drückend. Ja, es ist für euch, wenn es euch gefallen hat, wie immer, gebt uns ein Like, abonniert den Kanal, damit ihr auch in Zukunft nichts verpasst. In dem Sinne sind wir raus. Tot ziens aus Holland. Tschö.